Heute gibt es ein Favoritenvideo, aber kein übliches, wo ich mal ein bisschen Serie, mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das zeige. Heute gibt es nur Hautpflege und Zahnpflege und das sind Produkte, die ich immer kaufe. Also es ist jetzt ein bisschen absurd, manche habe ich nicht da, weil ich eben auch Produkte teste und da müssen die üblichen Verdächtigen halt eben auch ein bisschen weichen, weil du hast nur eine Haut und kannst dir nicht alles drauf schmieren. Und das ist vielleicht auch ganz interessant für diejenigen von euch, die eben noch so Produkte suchen, weil es sind durchweg keine teuren Produkte. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an. Das habe ich jetzt leider nicht da mit der Balea Med Ultra Sensitive Creme Urea. Tolle Creme, ich komme mit der super gut zurecht. Aber Creme ist halt immer so eine Sache, ich habe die mal vorgestellt. Ich würde fast sagen, ich würde eine komplette Playlist zusammenstellen, wo du die Videos findest, wo ich die Produkte schon vorgestellt habe. Und die Balea Med Creme ist halt für meinen Hauttyp. Ich habe eine Mischhaut, eine fettige Mischhaut. Ist es perfekt. Also die schließt perfekt ein. Ich sag immer, und ich hoffe, Balea macht das irgendwann mal, da gehören noch Ceramide rein. Urea und Ceramide. Boah. Und wenn sie eine getrennte Creme nur mit Ceramiden rausbringen, die so ein bisschen ähnlich konzipiert ist wie die, die habe ich echt schon x-mal nachgekauft. Aber wie schon gesagt, ich habe nur eine Haut und ich teste gerade zwei neue Cremes aus und habe noch eine extra Creme auf, also drei Cremes, die ich irgendwie leer kriegen muss. Ich habe nur eine Haut und da habe ich mir erstmal, hier sind sogar vier, da habe ich mir erstmal die Urea-Creme von Balea nicht nachgekauft, aber guckt euch die wirklich mal an. Ich setze euch die Playlist mit den Produkten, die ich da schon vorgestellt habe, einfach und dass ihr guckt es mal an. Wo wir schon bei der Reihe sind, das Waschgel von Balea Med. Habe ich auch gerade nicht da. Das kann ich wirklich empfehlen. Und gefühlt, seit da kein Mikroplastik mehr enthalten ist, habe ich das, keine Ahnung, schon mindestens 10 Mal oder so gekauft. Also wer wirklich in seiner Routine ein Waschgel braucht, ist da echt gut aufgehoben. Ich habe einfach festgestellt, ich will morgens mit Waschgel waschen. Das will ich einfach so. Das gibt mir ein besseres Gefühl. Ich habe irgendwie da das Gefühl, besser alles runterzukriegen und so. Am Abend mache ich es meistens immer so, dass ich es mit Öl mache, weil ich eben auch den Sonnenschutz komplett runterkriegen möchte. Und es gibt einige, die eben auch Double Cleansen mit dem Waschgel von Balea Med. Ich liebe das Zeug. Ich wechsle aber immer ab und ein anderer Favorit kommt aber ein bisschen später, den ich euch noch vorstellen möchte, wie sogar dastehen. Also guckt euch das Waschgel an, falls ihr es noch nicht getestet habt. Ich kriege immer noch Nachrichten von Leuten, die eben Produkte verwenden, die einfach überparfümiert sind. Macht das nicht. Na, also grenzt Duftstoffe in eure Pflege so gut es geht ein. Oder wenn ihr Duftstoffe verwendet, dann guckt, ob sie mild beduftet sind. Was mild beduftet sind, das kann man ja ganz schnell, was mild beduftet bedeutet, das kann man ganz schnell bei Google rausfinden. Dann gibt es noch deklarationspflichtige Duftstoffe und die stehen meistens in den Inhaltsstoffen dran. Euer Produkt muss nicht riechen. Na, also das hat keine Wirkung auf euch. Das hat nur eine, wie sagt man, eine sensorische Wirkung. Ganz oft riechen so frische Produkte so ein bisschen nach einer frischen Brise. Da ist dann meistens Alkohol drin, um dann irgendwie so einen Effekt noch auf der Haut zu bekommen. Ein Großteil der Sachen, die in den Drogerien stehen, sind nicht gut. Es ist immer noch so. Ein Produkt, was ich auch schon zigmal nachgekauft habe. Früher hatte das eben auch so ein komischen Filmbildner drin. Es war eben mikroplastikhaltig, also meistens sind in diesen Produkten Flüssigplastik drin. Nicht mehr so, also sind so ein bisschen auf den Trichter gekommen, was dieses Siegel bedeutet, dass halt Menschen da jetzt inzwischen drauf gucken, finde ich ganz gut. Und seit da eben kein Mikroplastik mehr enthalten ist, verwende ich es super gerne.
Und besonders eben am Abend, weil da habe ich ja den Sonnenschutz noch auf dem Gesicht drauf und löst es damit ab. Ich selbst muss kein Double Cleansing machen. Das funktioniert bei meiner Haut wunderbar. Ich kriege das richtig gut runter. Das ist nicht bei jeder Haut gleich, ne? Also wenn du merkst, du kriegst das Öl nicht richtig runter, mach Double Cleansing. Das ist ganz wichtig. Bei mir funktioniert das. Das ist kein Ding, ne? Also bei mir reicht es nämlich dann, wenn ich am nächsten Morgen dann mit Waschgel wasche. Double Cleansing tue ich nur, wenn ich geschminkt war. Dann bringt es das auch. Und viele mögen das Öl nicht. Erstens, weil es eben nach nichts duftet. Und weil es halt so einen leicht komischen Geruch entwickelt. Ich will jetzt nicht fischig sagen. Für mich riecht es nicht fischig. Aber es entwickelt mit der Zeit so einen leicht ranzigen Duft. Aber das ist je nach Charge auch unterschiedlich. Das haben sie jetzt irgendwie auch noch nicht einmal in den Griff bekommen. Kaufe ich immer wieder nach. Da ich kein Rossmann in der Nähe habe, greife ich halt meistens immer zu dem. Und das ist halt wirklich eine sichere Bank. Denn für die Reinigung, wisst ihr selber, braucht man nicht viel Geld ausgeben. Age Performance Serum verwende ich gerade regelmäßig. Jetzt hört her für die Kopfhaut. Das funktioniert echt gut. Allerdings macht man die Teile auch wahnsinnig schnell leer. Ich weiß, dass ich darüber ein Video gemacht habe. Das ist halt. Ich hätte nie dazu gegriffen, diese fette Werbung Age Performance. Weil ich bin zwar 43, aber hätte halt vor einem Jahr, habe ich das glaube ich zum ersten Mal gekauft oder so. Ich glaube schon länger her. Da habe ich mir halt immer noch gesagt, so, also so alt bist du noch nicht und so. Und vor allem, das hat nichts mit Age zu tun. Ne? Also es hat wunderbare Inhaltsstoffe drin. Und wenn du, wie ich, mit fettiger Kopfhaut zu tun hast und deine Haare halt unwahrscheinlich schnell einfetten, dann ist es immer so ein Zeichen der Kopfhaut, dass der Feuchtigkeit fehlt. Und hier nehme ich halt insgesamt für die ganze Kopfhaut 9 Pumpstöße und verteile das auf der Kopfhaut. Und das ist wunderbar. Das ist echt richtig gut. Und warum keine Skincare? Man muss bei sowas nur darauf achten, dass es nicht ölig ist oder so. Weil wenn du mit fettiger Kopfhaut schon zu tun hast, dann sind Öle halt nicht gut. Und da ist sowas halt echt wunderbar. Kann man auch wunderbar aufs Gesicht auftragen, das habe ich auch schon gemacht. Ich lieb's und das hat mit alt und so sehr reifer Haut nichts zu tun. Guck dir das gerne mal an, falls du es noch nicht gemacht hast. Ist ein Klassiker bei Rossmann. Leider, leider ist mein Lieblingswaschstück, und das ist ganz wichtig, das ist keine Seife, das ist ein Waschstück, das ist was anderes. Mein Lieblingswaschstück von Isana ist teurer geworden. Jetzt wird es bei mir so sein, dass ich halt mehr zu den Balea wieder greife. Die habe ich mir halt echt so 5, 6 Stück immer auf einmal gekauft, weil ich habe keinen Rossmann in der Nähe. Aber das von Balea ist größer und somit günstiger im Preis noch. Man weiß nicht, wie sich das alles entwickelt. Jetzt kostet, glaube ich, das Waschstück inzwischen 1,19 bei Rossmann oder so. Und ist halt auch noch ein Stückchen kleiner. Ich mag das trotzdem echt gerne. Und ich habe noch 3 Packungen da. Man merkt eben 3 Packungen. Also ich bunkere normalerweise Produkte nicht so. Na, aber das muss halt echt immer da sein. Damit dusche ich, damit wasche ich mir die Hände. Weltbestes Produkt. Also ich habe auch schon Leute in den Kommentaren gelesen bei mir, die damit die Haare waschen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Da bin ich so ein bisschen zurückhaltend, weil da funktionieren bei mir andere Sachen besser. Man könnte es auch zum Haare waschen verwenden. Also 1,19 kostet das. Ich glaube, das von Balea ist ein bisschen größer, kostet auch irgendwas um den Dreh rum, ist aber wie gesagt im Vergleich dann günstiger. Aber es ist trotzdem ein Oldie but Goldie, und ich kann an der Stelle schon sagen, wenn ich wieder mit einem Rossmann stehe oder mal Rossmann bestelle, werde ich es wahrscheinlich wieder nachkaufen. Da kenne ich mich zu gut. Das Isana-Öl. Na, also das habe ich mindestens genauso, nein, nicht ganz so oft gekauft wie das von Balea, weil der Vorgänger davon hat nach Pets-Himbeere gerochen und da stand Rose drauf. Den Duft mochte ich einfach nicht. Das hat mich echt gestört. Da ist ein neues rausgekommen, das habe ich auch da stehen zum Ausprobieren. Aber solche Sachen zeigen halt, Reinigung muss nicht teuer sein. Du musst für die Reinigung nicht so viel Geld ausgeben.
Ne, allgemein Hautpflege muss nicht teuer sein. Das sind halt so Standardprodukte für mich, die funktionieren halt wunderbar und da braucht man sich eigentlich im Endeffekt gar keine Gedanken machen. Wie das jetzt so ist, vom Geruch her, kann ich nicht sagen. Das letzte Isana-Öl, was ich hatte, das war noch beduftet. Aber der hier ist ja bald leer und dann wird das halt. Oder eben das neue in Einsatz kommen. Ich werde euch berichten davon. Seid gespannt. Sanozonprodukte im Gesicht sind bei mir schwierig. Also da bildet sich bei mir so eine Schicht auf der Haut und die trocknet. Und wenn ich Pech habe und irgendwie noch irgendwas anderes irgendwie unter der Haut habe, und das ist auch immer unterschiedlich. Also ich kann nie sagen, das darf ich nicht, sondern das ist wirkt irgendwie immer unterschiedlich. Dann kann es sein, dass die Sonnencreme wie so Schuppen von der Haut weggehen. Das sieht nicht schön aus. Ich habe das aber meistens immer nur so an, entweder in den Augenbrauen, wenn ein bisschen reingekommen ist, oder am Haaransatz, wenn ein bisschen reingekommen ist. Mag ich an ihr nicht so. Aber ich kaufe die trotzdem immer wieder nach, weil sie vom Preis her einfach super ist. Die ist ein bisschen teurer geworden, 5,30 € oder so. Preis blende ich euch natürlich ein. Momentaner Stand der Sonnencreme. Finde ich gut, dass es jetzt durchgehend im Jahr gibt, sonst haben sie einmal aus dem Sortiment genommen, was ihr nicht so toll ist. Nichtsdestotrotz kaufe ich die mir immer nach. Sie ist okay, aber sie ist halt nicht die beste für meine Haut. Jede Haut ist anders. Kann sein, dass Leute da draußen echt super mit ihr zurechtkommen. Für mich ist sie ein bisschen schwierig, auch von dem Part her. Du musst ja einfach genügend auftragen auf dem Gesicht. Und da wird die bei mir ganz gerne ein bisschen speckig, finde ich. Ja, nichtsdestotrotz kaufe ich sie trotzdem immer wieder nach, weil sie vom Preis her einfach super ist und schnell zu bekommen ist. Bei DM gibt es da meiner Meinung nach nicht so die super tollen Sachen. Also da ist die halt immer noch die allerbeste. In dem Preissegment vor allem, ne? Das muss man auch sagen. Eine Creme, die ich gerade nicht da habe, die habe ich mir auch schon zum Sprayen gekauft. Die ist gerade nicht im Sortiment zum Sprayen. Ist das Creme-Gel von Sanozon, auch aus der gleichen Reihe. Und die habe ich im Sommer halt grundsätzlich immer aufgetragen. Schützt euch vor der Sonne. Nicht nur, wenn ihr sie seht, sondern auch wenn ihr sie nicht seht. Aber Sonnencreme in dem Stil trägt man ja meistens auf, wenn es im Sommer warm ist und die Sonne extrem scheint. Auch immer auf genügend SPF achten und die hat halt 50 und die ist halt so von der Textur her für die Haut, also für den Körper richtig gut. Die habe ich auch schon im Gesicht aufgetragen. Da funktioniert die auch wunderbar. Und die zum Aufsprayen ist halt noch besser. Ne? Also die ist noch ein bisschen leichter. Wenn es die wieder gibt, dann werde ich die mir wiederholen. Aber jetzt grundsätzlich bediene ich mich ja eh nur Sonnenschutz im Gesicht, weil das ist ja das, was immer noch wie sagt man, der UV-Strahlung ausgesetzt ist. So ist richtig. Balea Peeling Cleanser mit AHA und PHA ist ein relativ neuer Standardfavorit, weil ich mit dem Produkt echt gut klarkomme und ist jetzt meine zweite Packung. Die dritte werde ich mir dann jetzt kaufen. Da wechsle ich gerade immer mit dem Balea Med ab. Also wenn es das zufällig gerade in meinem DM-Markt nicht gibt, was heutzutage ja eigentlich immer normaler wird, dass Produkte halt einfach auch ausgehen, dann kaufe ich meistens das von Balea Med. Eins von beiden ist immer da, aber das liebe ich halt. AHA ist halt auch eine sehr gute Säure für mich und PHA eben auch. Kann ich empfehlen, aber wenn jemand, das ist halt kein, ich sag jetzt mal, auch wenn es schwach dosiert ist, das ist kein Anfängerprodukt, wenn man mit Säuren noch gar nichts gemacht hat. Denn bei einem Waschgel denkt man immer, das kann man die ganze Zeit machen, ne? Morgens wie abends. Und wenn jemand Säure nicht gewohnt ist und eine empfindliche Haut hat, dann kann das echt nach hinten losgehen. Ich habe halt eine Mischhaut, die fettig ist, große Poren. Meine Haut kann das abhaken. Ich habe das auch schon richtig krass betrieben und
auch das Produkt von No und habe das zweimal am Tag verwendet über einen richtig langen Zeitraum und meine Haut hat gar nichts gesagt. So. Aber das kann halt auch nicht jeder machen, ne? Und da achtet bitte auf eure, wie sagt man, was eure Haut euch sagt. Wenn ihr das nicht vertragt, guckt mal, dass ihr es nur einmal die Woche nehmt oder zweimal die Woche nehmt, wenn ihr es schon gekauft habt. Schleicht so ein bisschen ein und denkt bitte nicht, meine Haut wird sich schon dran gewöhnen. Nein, ihr müsst mit eurer Haut arbeiten. Das, was eure Haut verträgt, gibt eure Haut vor, nicht das, was ihr wollt. Na, weil Säure ist immer noch Säure und wenn ihr eure Haut verätzt, ist das nie gut. Ich habe mich gestern so ein bisschen gefragt, welches Hyaluronprodukt finde ich eigentlich richtig gut. Und ich greife immer wieder zu dem von Catrice. Und da müsst ihr mal wirklich, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder nicht gewusst habt, Catrice hat ein paar Pflegeprodukte, die echt mega gut sind. Und eins davon ist halt eben das Supercharged Serum, habe ich noch nicht vorgestellt, lustigerweise. Ich habe die alte Formulierung habe ich vorgestellt, die neue noch nicht. Ist ein bisschen dicker. Meines Erachtens klebt es nicht, aber mich stört das auch nicht, denn ich trage im Nachhinein dann noch eine Creme auf. Das ist wirklich ganz wichtig. Wenn ihr euch Feuchtigkeit aufs Gesicht auftragt durch Hyaluron oder so und hinterher keine Creme auftragt, dann bringt das halt alles nichts. Ihr müsst das mit einer Creme versiegeln zum Schluss. Ne? Das ist ganz wichtig. Kostet, glaube ich, 6 Euro. Preis werde ich euch hier einblenden. Ja, kennt ihr das schon? Muss einfach immer da sein. Bei der hatte ich schon Angst, die gibt's nicht mehr. Aber sie ist wieder im Sortiment drin. Isonamid 10% Urea. I like. Die ist ein bisschen dicker. Durch das, dass sie ein bisschen dicker ist, funktioniert die auch wunderbar für die Hände. Nehme ich ganz oft als Handcreme her, aber auch für die Füße. Urea ist bei mir halt ganz wichtig am Bein. Ich trage ja Kompressionsstrümpfe und das Urea halt wirklich immens wichtig, weil es halt Trockenheit unterbindet. So krass, wie das hier beschrieben ist, ist sie nicht, finde ich. Also das kann jemand mit normaler Haut auch einfach auftragen, denn Urea ist halt echt ein wunderbarer Inhaltsstoff, das muss man an der Stelle auch sagen. Und man braucht nicht sehr trockene Haut. Ich habe nicht sehr trockene Haut, ne? Aber sie lässt sich halt, wie gesagt, auch als Handcreme verwenden. Und ich liebe halt Produkte, die da sowas irgendwie zulassen. Denn normale Bodylotion würde ich jetzt nicht als Handcreme verwenden wollen. Da brauche ich dann schon so ein bisschen was Festeres. Und das ist tatsächlich auch, wie schon erwähnt, ein Produkt, was nicht beduftet ist. Denn ihr braucht das nicht. Na, also, die wird bestimmt wieder nachgekauft. Die ist noch halb voll hier. Wunderbar, wie gesagt, bei trockenen Füßen und trockenen Schienbeinen und so. Gibt es für kleines Geld bei Rossmann. Das ist echt mega gut. Gibt es die mit weniger Urea jetzt nicht mehr? Ich habe die, glaube ich, nicht gesehen. Keine Ahnung. Gibt es noch eine mit weniger Urea? Denke ich. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es da immer zwei verschiedene. Müsst ihr mal gucken. Aber die mit 10%, die ist halt wirklich ein Muss. Die beiden Zahnpflegeprodukte würde ich jetzt gerne mal zusammennehmen. Polar Punch. Ich habe über die schon so oft geschwärmt. Entweder habe ich mich an den Geschmack gewöhnt, aber am Anfang kam sie mir ein bisschen stärker vor. Und die Polar Punch, wenn ihr Kinder wart, die Eisbonbons geliebt haben, ich glaube schon ewig keine Eisbonbons mehr gelutscht. Gibt es die überhaupt noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr Eisbonbons geliebt habt, dann werdet ihr die Zahncreme auch lieben. Sie ist ein bisschen teurer wie eine herkömmliche Zahncreme, aber sie lohnt sich, denn der Geschmack ist einfach einzigartig. Zwischendrin habe ich mal eine andere gehabt und habe gemerkt, die scheint einfach echt die beste und gibt das Geld eigentlich auch gerne aus. Die gibt es sowohl bei Rossmann als auch bei DM. Ob es bei Müller zu haben ist, weiß ich nicht auswendig. Keine Ahnung, müsst ihr mal gucken. Polar Punch denkt einfach dran, beste Zahncreme, die es gibt. Und die kaufe ich mir auch jedes Mal, wenn ich bei Rossmann bestelle, kommen halt einfach ein paar Zahndürsten mit. Weil ich finde die von Alterra einfach richtig, richtig gut. Die haben auch einfach die richtige Form. Passen gut in meinen Mund rein. Also manche muss man schon sagen, die ist noch zu, dann lassen sie zu. Die sind dann so eingepackt.
Manche haben halt einfach eine Scheißform und sind einfach von den Borsten her nicht so gut. Hydrophil eine immer noch der besten, aber ich mag die halt einfach wirklich gerne und ja, nehme die mir auch bei Rossmann jedes Mal wieder mit und wie halt beim Waschstück auch dann gleich 3-4 Stück, ne? Also wenn sich's lohnt, weil ich habe keinen Rossmann vor der Haustür. Habt ihr so richtig alte Lieblinge, die ihr immer wieder kauft, auf die ihr schwört? Also unabhängig von neuen Produkten, die immer wieder rauskommen, die ihr euch schon x-mal nachgekauft habt, gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich echt freuen, was für Sachen das sind. Das kann aus der Skincare sein, das können aber auch Zahncreme sein oder irgendwelche Haarprodukte oder so. Haarprodukte waren bei mir jetzt gar nicht dabei. Denn ich habe mich jetzt erst so ein bisschen in das Balea-Shampoo, auch von Balea-Med, verliebt mit Niacinamid. Daher ist es ja kein Oldie für mich. Und auch von Isana habe ich ja ein Shampoo, gerade ohne Duftstoffe, was ich auch echt gut finde. Ist jetzt auch kein Oldie für mich, weil ich die Sachen noch relativ kurzfristig nehme, aber wenn du irgendwelche Haarprodukte hast, wo du drauf schwörst oder sagst, hey, wehe, das geht aus dem Sortiment raus, gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle ab, verlinke dir am Ende noch 2 Videos, da kannst du gerne draufklicken. Du denkst an die Playlist, die ich dir unter das i gepackt habe. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!